hütet euch, den Tempel des Heiligen Geistes zu entweihen, das ist euer Körper, befleckt meine Arbeit nicht, indem ihr euch tätowiert, durchbohrt, implantiert, oder Operationen aus Laune oder Eitelkeit macht, denn in Wahrheit sage ich euch, das alles ist in den Augen eures Gottes abscheulich. 11. Juli 2019, 13:50 Uhr, dringender Aufruf des sakramentalen Jesus an die Menschheit. Botschaft an Enoch. Meine Kinder, ich bringe euch meinen Frieden. Meine geliebten Kinder, ich fühle Schmerz und Traurigkeit, Millionen von Männern, Frauen, Kleinen und Jugendlichen zu sehen, die aus Eitelkeit perforiert, gepierced, eingekratzt, tätowiert sind oder ihren Körper durch Operationen abgeändert haben. Ich sage euch rebellischen Kindern, wenn ihr nicht bereut, beichtet und Wiedergutmachung leistet für diese Sünde wieder den Heiligen Geist, werdet ihr Anathema, verflucht, sein. Beachtet, was mein Wort sagt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, ihn habt ihr von Gott, und nicht euch selber gehört ihr. Denn ihr wurdet erkauft um einen Preis. So verherrlicht denn Gott in eurem Leibe. 1. Korinther 6, 19-20. Meine Kinder, den Preis, den ich für euch bezahlt habe, war der Tod am Kreuz. Ihr, meine Kleinen, könnt euren Körper nicht schänden, noch mit ihm machen, was ihr wollt, denn euer Körper, ich wiederhole es euch, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Eure Verantwortung ist es, ihn zu hüten, aufzupassen, dass ihm nichts schadet oder ihn profaniert. Eure Körper, meine Kleinen, gehören mir, ihr könnt nicht über sie verfügen, noch sind sie euer Eigentum. Hütet euch, den Tempel des Heiligen Geistes zu entweihen, das ist euer Körper, befleckt meine Arbeit nicht, indem ihr euch tätowiert, durchbohrt, implantiert, oder Operationen aus Laune oder Eitelkeit macht, denn in Wahrheit sage ich euch, das alles ist in den Augen eures Gottes abscheulich. Akzeptiert, wie ich euch erschaffen habe, weil ihr von mir nach dem Bild und der Ähnlichkeit mit mir geschaffen wurdet und alle meine Werke sind perfekt. Wer seid ihr, Kinder aus Schlamm, um meinen Tempel zu schänden? Unvernünftige! Wisst ihr nicht, wenn ihr euren Körper profaniert, ihr gegen meinen Heiligen Geist sündigt, der in euch wohnt? Was werdet ihr mir morgen antworten, wenn eure Seele vor mich kommt, beschmutzt mit dieser Sünde? Wenn ihr euren Körper profaniert, begeht ihr eine Todsünde und verwandelt euch in schuldige Angeklagte. Ich habe euch einen Körper, eine Seele und einen Geist gegeben, sie bilden eine einzige Einheit und müssen geschützt und gepflegt werden zur Ehre Gottes. Der Himmel erlaubt nur Operationen, Implantate und weitere Änderungen an eurem Körper, wenn es sich um Gesundheitsprobleme handelt, Verstümmelungen durch Unfälle, Deformationen oder angeborene Krankheiten, und im Allgemeinen alles, was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Keine Operation, kein Implantat und keine Körperveränderung, die aus Laune oder Eitelkeit vorgenommen wird, wird im Himmel gerechtfertigt sein. Denkt also nach, meine Kinder, fahrt nicht fort, den Tempel des Geistes zu entweihen, der euer Körper ist. Ihr seid das Produkt meiner Liebe und Barmherzigkeit und seid mein geliebtestes Werk. Ihr seid nicht in diese Welt gekommen, um euren Willen zu tun, sondern den meinen. Ich erinnere euch an mein Wort, denn das Begehren des Fleisches ist gegen den Geist gerichtet, das des Geistes gegen das Fleisch, sie liegen im Streit gegeneinander, so dass ihr nicht das, was ihr wollt, vollbringt. Galater 5,17, lebt im Geist und vermeidet alles, was mit den Wünschen des Fleisches zu tun hat, damit diese nicht euer Leben übernehmen und euch dazu führen, euren Willen gegen meinen zu tun. Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Bereut und bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Euer Meister, der sakramentelle Jesus, der Liebende, der nicht geliebt ist. Gebt meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, meine Kinder.